Der Frühling ist da und wie Delia erobern in diesen Tagen viele Kinder die Spielplätze. Das sonnige Wetter und die angenehmen Temperaturen laden zum sorglosen Entdecken und Herumtoben ein. Und dann ist es schnell passiert. Nur eine Unachtsamkeit und schon ist sie da, die kleine Verletzung. Eltern sollten in diesem Fall vor allem Ruhe bewahren und für den Notfall auch gerüstet sein. Manche Eltern haben auch eine Pflasterbox dabei, die gibt es ja auch in sehr kleinen praktischen Gefäßen, die sind schon zugeschnitten, das ist ganz praktisch. Wer sehr gut vorbereitet ist, hat sogar ein kleines Desinfektionsmittel mit, sodass man die Wunden schon vor Ort reinigen kann und dann einen kleinen Wundverband auflegt. Das sind so erste Hilfemaßnahmen, die dann natürlich optimal wären. Die Mutter von Delia hat vorgesorgt und zumindest ein Pflaster zur Hand, das in diesem Fall seinen Zweck erfüllt. Wer ein Desinfektionsmittel einpacken möchte, der sollte darauf achten, dass dieses kein Alkohol enthält, denn das brennt auf der Haut. Aber wie verhält man sich richtig, wenn das Kind nicht stürzt, sondern etwas Verbotenes verschluckt? Es können ja verschiedene Sachen sein. Es hat sich vielleicht am Essen verschluckt oder an bestimmten Gegenständen, die herumliegen. Ja, Kinder sind neugierig, stecken alles in den Mund. Und da kann es durchaus auch sehr verschieden sein, was die Kinder verschlucken. Wenn hinterher Auffälligkeiten auftreten, wie Husten, wie vielleicht eine Blaufärbung der Lippen oder wie eine Unruhe des Kindes oder Schluckbeschwerden, dann ist sofort ein Arzt aufzusuchen. Auch im Haushalt lauern Gefahren, zum Beispiel in Form von Putzmitteln. Diese dürfen nie dort aufbewahrt werden, wo sie für Kinder zugänglich sind. Sollte das doch der Fall sein und die chemischen Substanzen werden eingenommen, müssen die Eltern so schnell wie möglich mit dem Kind zum Arzt. Wenn es eine Gegend ist, die weiter entfernt ist von einem Krankenhaus, wo man mit Wartezeit rechnen muss, dann ist es gut, wenn die Eltern eine Giftnotrufnummer an ihrer Pinnwand zu Hause haben und diese dann wählen und das Mittel durchgeben, das Etikett durchsagen. Und die werden sofort schauen, was kann man tun, um schwere Komplikationen zu vermeiden. Und Eltern können dann schon erste Hilfemaßnahmen einleiten. Wer für den Notfall gerüstet ist und sich rechtzeitig informiert, der kann seine Kinder ganz sorglos spielen lassen. Denn schließlich ist der sonnige Frühling da.